George W. Böhm live am Telefon, der etwas andere Formel 1 Spaß, der etwas andere Formel 1 Hobbyfan. Bitteschön, wie war das Hockenheim-Rennen heute? 0:10. Naja, eigentlich ganz gut, aber ich hätte besser laufen können. Der Vettel hat natürlich wieder mal sein Pole am Start verloren. Leider, schade. Und dann war halt der Alonso und der Massa von weg. Die haben dann links und rechts überholt. Vom Start weg. Da war der Massa die ganze Zeit von. Und dann ist ziemlich zum Schluss die Stallorder von Ferrari gekommen. Irgendwie zu verstehen, dem Alonso gegeben, den Massa und den Alonso gegeben, dass der Alonso überholen soll, damit er wegen die Punkte weiter vorkommt. Dass er in der WM-Punkte ziemlich mit den anderen mitschwimmt. Mhm. Das war aber zu offensichtlich, dann hat halt der Massa zwangsweise irgendwie den irgendwie aus der Geraden oder aus Kurvenausgang vorbeilassen, indem er halt ein bisschen weniger Gas gegeben hat. Aber hast du an dem Teamradio gesehen und an der Einblendung, wo die Drehzahl, die Beschleunigung und das alles immer eingezeigt wird und welchen Gang das er drin hat, hat man genau gesehen, dass er nicht Vollgas fährt. Mhm. Also das hat jeder gesehen und vor allem die Blackbox da vom Team, von der Rennleitung, und das war zu offensichtlich meiner Meinung nach. Das heißt, wenn er nur irgendwie ein kleiner Fehler machen braucht, dann hätte er an der Aibo hin können. Der Alonso, und dann wäre er eh von gewesen. Dann wäre es nicht so auffallend gewesen. Dann hat es aber schon geheißen, das kann nicht bei der Rennleitung passieren, dass da eine Strafe gibt. Da wären mehrere Möglichkeiten möglich. Und das Schlimmste wäre, dass Altmann disqualifiziert wird. Dann wäre der Vettel automatisch Erster. Schon wieder mal. Er ist der Dritte geworden. Aha. Mhm. Also das ist schon ein wenig schwerwiegend, so wie einmal. Vor allem so offensichtlich, wie die das dann besprechen. Sowas bespricht man vorher. Was ist zu tun, wenn das und das passiert? Naja. Aber schade für den Vettel, er hat halt leider nichts. Hätte Gavini gern gewonnen. Ne? Weil sein Publikum war ja ein Heißler so. Sein was? Sein Publikum. Ah, okay. Seine Anhänger, seine. Ja, ich habe.